und Kollege Tess. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Friemann-Jennert, wenn ich heute hier ans Pult trete, finden Sie meine vollste Zustimmung zum Antrag. Über die Notwendigkeit dieser praxisorientierten Ausbildung haben wir ausführlich am Mittwoch gesprochen. Insofern würde ich es auch nur ganz kurz noch mal zusammenfassen. Die Vorteile dieser ergänzenden Ausbildung zu der vierjährigen Erzieherinnen- und Erzieherausbildung liegen auf der Hand. Und zwar, wir haben den hohen Praxisanteil, wir haben die Spezialisierung auf die Altersgruppe 0 bis 10, wir haben die dreijährige Ausbildung und wir haben eine Ausbildungsvergütung sowie eine teilweise Anrechnung auf die Fachkraft-Kind-Relation. Und was natürlich wichtig ist, dass wir mit diesem neuen Ausbildungsgang auch eine andere Zielgruppe herantreten können, nämlich an sogenannte Seiteneinsteiger, die dann die Möglichkeit haben, gerade wenn sie Familie haben, auch eine Ausbildungsvergütung zu erhalten und damit dann auch entsprechend überhaupt die Möglichkeit schaffen, Seiteneinsteiger mit ins System zu holen. Vielleicht ganz kurz, der Prozess dieser gesamten Ausbildung ist ja sehr früh begonnen worden, im Jahr 2016 bereits. Und wir hatten uns damals darauf verständigt, zu gucken, lieber Herr Renz, ob wir gegebenenfalls an einem Standort bereits in diesem Schuljahr beginnen können. Wir hatten damals den Standort Rostock auch im Visier, haben sehr intensive Gespräche vor Ort geführt und im Ergebnis auch diesen Standort gesichert. Ich kann Ihnen heute verkünden, dass wir nunmehr an allen 5 Standorten, wo unsere staatlichen Schulen sind, diesen Ausbildungsgang anbieten können. Wir haben... Dankeschön. Wir haben also insgesamt ca. 90 Auszubildende gefunden, die wir jetzt auf diese 5 Standorte verteilen. Und das freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, dass wirklich diese Auszubildenden jetzt antreten können. Was, und das haben wir aber auch bereits gehört, auch wichtig ist, dass wir immer gesagt haben, wir wollen den Evaluierungsprozess sehr zeitnah beginnen. Das heißt, wir haben uns darauf verständigt, eine Lenkungsgruppe einzurichten, um genau auch die Fragestellungen, die bereits diskutiert worden sind, noch mal genauer zu untersuchen. Stichwort Mentorentätigkeit, Stichwort Anrechnen oder Praxis-Theorieanteil und Stichwort auch Ausbildungsvergütung, weil wir uns das auch genau angucken wollen, was denn die einzelnen Träger in der Ausbildung tatsächlich auch vergüten. Insofern werden wir diese Lenkungsgruppe jetzt auch einrichten und quasi mit Beginn der Ausbildung stetig evaluieren. Was der nächste wichtige Punkt ist, Frau Friemann-Jennert hat es genannt, unsere Schullandschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist so, wie sie beschrieben worden ist. Das heißt also, auch die freien Schulen bieten Ausbildungsgänge im Bereich Erzieherinnen und Erzieher an. Insofern finde ich es auch folgerichtig zu sagen, dass wir die Schulen in freier Trägerschaft auch mit ins System einbeziehen. Aber, und das haben wir auch schon gehört, das geht eben nicht jetzt und sofort, sondern beinhaltet eine Änderung im Schulgesetz, beziehungsweise nicht im Schulgesetz, sondern wir müssen die Kostensätze nochmal ermitteln. Das machen wir, das steht so in 128 Schulgesetz. Insofern ist es folgerichtig so, dass wir jetzt ein Stück weit unsere Hausaufgaben machen müssen und dann die Schulen in freier Trägerschaft den Ausbildungsgang auch anbieten können. Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei den beiden Fraktionen bedanken, der CDU und der SPD, insbesondere den Fraktionsvorsitzenden, die diesen Prozess sehr eng begleitet haben und deswegen wir auch heute hier stehen können, zum einen das KIföG haben, zum anderen die Ausbildung haben und jetzt auch noch die Einbindung der freien Träger. Insofern ist das Paket für mich hier heute rund und möchte mich ausdrücklich bei meiner Kollegin, der Sozialministerin, bedanken, die diesen Weg gemeinsam mit mir gegangen ist, gemeinsam mit den Fraktionen. Insofern ist nicht nur Mittwoch ein guter Tag gewesen, sondern heute ist auch ein guter Tag. Vielen Dank. Applaus